Servus, herzlich willkommen zurück hier auf der Insel in Islands, Wylands, what auch ever. Melanie, Malte und mich, ne? Jo, hallo. Hallo. Baumspringer. Ja, apropos Baumspringer, ich werde jetzt mal ein bisschen Holz klöppeln. Ja, und Malte... Für die beiden anderen als auch für mich. Genau, wir basteln hier weiter am Boot. Malte hat eine schöne Idee, wie wir das jetzt verkleiden oben. Und... Da machen wir hier so einen Rand ringsrum. Jetzt versuche ich noch diese Bodenplatten, Holzpaneele herzustellen. Wie viel brauchst du? Kannst du es, oder ich mache erstmal so viel? Ich mache erstmal 10, das reicht erstmal nicht. Okay, ja, ich konnte jetzt nur 9 herstellen. Oder 9. Dann lege ich die auch mal mit hier hin. Oh, nee, so nicht. Was ist das denn nur? So. Und ich kümmere mich derweil darum, die Masten herzustellen und ein Steuerrad. Und Schotbruch. Was, ein Schildbruch? Ich sagte Mast und Schotbruch. Wünscht man so unter Seefahrern. Ach so, okay, ich bin ja noch keiner. Bald. Na, setzt du? setzt du? Gefallen. Ich glaube. Fallendes Mädchen. Ja. Oh. Mal ein bisschen. Oh, schon wieder runtergefallen. Können wir das ein bisschen dichter ans Land bringen? Nee, oh, leider nicht, weil das Problem ist, wenn das Ufer zu flach ist, kriegst du das Boot nicht mehr weg. Deswegen musste ich das so weit draußen setzen. Oh. Oh mein Gott! Da soll ich dir was mitbringen? Erstmal Fleisch essen. Ich hab noch. Achso. Ich wollte jetzt schauen, haben wir nicht noch irgendwo. Ah, doch, du könntest mir vielleicht was mitbringen. Ich hatte was gemacht im Feuer. Ja, Feuer ist voll, genau. Auch eben noch so. Ah, okay, kurz dann bringe ich dir das mit. Erwähnt. Okay. Mhm. Oh, ich drehe das prinzipiell falsch rum. Danke, warum nicht gleich so? Und ja, gut, dass hier in Islands die Bäume überall wachsen, dass sie keinen bestimmten Untergrund brauchen. Ja. Mhm. Du hattest gesagt, in einem dieser Körbe ist noch Holz? Oder? Ja, ach, in da, den ich ganz hab... rechten. Ah, du weißt, dass hier auch noch Holz auf dem Schiff liegt, ne? Das hatte ich aber aufgesammelt. Nee, das liegt hier noch. Holzstämme? Mhm. Wieso sehe ich das schon wieder nicht? Soll ich das mal eben aufsammeln? Ja, es wird mir nicht angezeigt. Ach, warte. Nee, dann ist es weg. Dann liegt es nur für mich da. Ja, ich hatte das nämlich aufgenommen. Du hattest mir das hingelegt und da habe ich es aufgenommen. Das ist ja toll. Ja, das war vorhin halt auch schon so. Dann mache ich noch eine von den Booten. Muss man eben überlegen, wie ich das jetzt weitermache. Mal kürzlich hergestellt. Planken. Boah, das ist... Hier sind die wieder drinne. So, jetzt finde ich... Doch, da ist das Holzpaneel so... Also ein Holzpaneel? Gibt's auch so mittlere kleine Dinger? Nicht in einer Block, sondern... Nee, du kannst die einer Blocks kannst du ja dann entsprechend der Länge setzen. Deswegen gibt's nur die langen und die einer Blöcke. Mit denen kann man dann das individuell machen. Bei mir trampelt gerade jemand hier das Deppenhaus runter. Oh. Ein Trampeltier? An gespitzten Schuhen. Ah, okay. Bei dir im richtigen Leben. Ja, im RL. Dreist. Ah, ja. Ich kann den noch aufheben. Sehr gut. Wir haben ja alle keine hochhaltigen Schuhe an hier. Also, denke ich doch. So, jetzt schaue ich mal. Hast du mir das Essen mitgebracht? Ja. Warte, ich lege dir das hier daneben, neben das Holz. So. Ah, oh, danke. Na, wieso macht's das wieder jetzt nicht alles mit einmal? Dann, mit Stringen. Ja, ich hatte mich verkluckt.
Kluck, kluck, weg war sie. So. Ah, da ist es. Ein Segelmast. Ich kann sogar einen schon herstellen. Und den muss ich nämlich jetzt hier gleich platzieren. Ja, schön, wenn man ins Wasser fällt. Jetzt ist nämlich wieder weg. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass der auch Ja, ne, ich hoffe, die Richtung ist die richtige, wenn ich den jetzt hier platziere. Ich setze den hier vor den Anker ein. Das sieht man leider schlecht. Nee, das ist nämlich alles so ein bisschen. Und der ist. Den musst du hier hin machen, in die Mitte. Nee, wir wollen ja zwei Master machen. So. Einen großen und einen kleinen. Oder warte mal, ich habe jetzt den kleinen. Ich würde da vorne eigentlich. Ja, vorne das kleine Segel und hinten das große. Ja. Was meint er? Ja, so ist das doch. Okay. Und das Problem ist auch hier wieder, man kann das nicht richtig ausrichten, dass es genau in der Mitte ist. Es ist leicht schräg aufgrund dieses Rasters. So, und jetzt hoffe ich, doch, aber so ist es eigentlich richtig, oder? Dass die Segel so rum sind. Oder ist es falsch rum? Das bläht sich dann nach hinten. Rum. Ja, es ist falsch rum. Das bläht sich. Oh, nee. Wir wollen doch nicht ablegen. Nee, ich wollte das wieder wegnehmen. So. Ja, das Problem ist, wenn man den platziert, sieht man das in der Perspektive nicht. Ich muss es jetzt drehen. Und jetzt so platzieren. Ich hoffe mal, dass das jetzt richtig ist. So rum. Dass der Wind von hinten kommt, das Schiff nach vorne treibt. Ja. Und es wird schon wieder dunkel. So, was fehlt mir jetzt? Ah, beliebiges Seil nur für das Segelmast. Großes, massiver Baumstamm. Hä? Ah. Hier. Was fehlt jetzt noch? Großes Segel und Seil. Aber jetzt. Großer Segelmast. Genau. Und da ist jetzt auch die Frage, wo soll ich den platzieren? Oh, das wird aber eng. Ja, das sieht nicht aus. Oh, nee, schon wieder. Das ist echt ein bisschen blöd, dass man hier so über das Boot glitscht. Ich würde den auf die Höhe stellen, wo du stehst. Denn sonst sind die so nah beieinander, die Segel. Ich muss jetzt auch erstmal gucken. Das heißt, es müsste hier aufhören, mein Gebilde. Und du müsstest gerade mal ganz kurz aus dem Weg gehen, bitte, damit ich den da platzieren kann. Ich hoffe jetzt. Nee, das ist falsch rum wieder. Oh, das ist. Man sieht es nicht, wenn man das platziert. Großer Segelmast und einmal. Bup, bup. Wie breit ist eine Tür? Drei. Oh, Ach, wie blöd, dann ist es ja nicht symmetrisch. Nee, das ist. Hier ist vieles nicht symmetrisch aufgrund dieser Maße. Moment. Ja, jetzt ist richtig. Okay, und ich denke mal so. Ist es auch ausgewogen, wenn man vom Schiff wegschaut. Ja. Drei. Drei. Passt. Okay. So. Dann gehe ich schon mal zum an Land. Zum Schlafen. Und esse ein aufgeweichtes Brot. Oh, wie lecker. Mit Salzwasser. Brauche ich bloß noch ein bisschen Butter, dann ist es perfekt. Nasses Butterbrot. Ist ja billig zu halten. Mhm. Ja. Darfst du auch mitfahren. So. Oh, vielleicht soll ich auch mal kommen, ne? Oh. Ja, ich bin die Erste. Nur noch schnell den Baum pflanzen.
Oh, haha. Erster. Nee, ich bin schon lange drin. Ich warte hier nur und hab mir gerade nochmal das angeschaut, alles. Ja, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Kannst du gucken, kannst du sehen in der Aufnahme. Ich habe durch die Fenster geguckt. Ihr hättet mich eigentlich schon drin. Kannst du rankommen, kannst du rausgucken. Hm, hab ich gemacht. Hm. So, auf geht's. Ja, sieht doch aber schön aus. Jo, kann man so annehmen. Ich brauche noch Holz. Was ich ja? Bring dir. Du hast noch? Ich habe noch. Weil ich hätte gerne. Was brauchst du wieder? Das mittelalterliche Fenster. Ah, ja. Okay, kann ich machen. Hm? Das ist schön. Ich nehme noch einmal hier mit. Haben wir auch irgendwie dunkles Holz? Ja, also das sind diese kleineren, die, da kann ich dir mal 10 geben. Das sind Holzstütze für Anlegestelle, aber die kann man auch verbauen. Und die sind dort in diesem einen Beispiel auch verbaut worden. Als Querstreben. Oh nein. Jetzt. Ich euch auch nochmal ein 50er. Ah, okay. Holz rein. Sehr schön. Danke. Melanie, du musst mal kurz gucken. Ist das. Ich sehe das. Ah, nee, du siehst das gar nicht, wenn ich das platziere, ne? Nee, erst wenn du es platziert hast. Ja. Ja, hier unten kann man ja dann auch nochmal schrägen dran machen. Schrägen dran? Ja, durch das Wasser sehe ich nicht, ob ich jetzt richtig bin. Ach so. Ich sehe es auch nicht so. Hm. Müssen wir warten. Ja, oder in der Ego-Perspektive. Ja. Stimmt. Danke. Ja, ist ohnehin viel besser zum Platzieren. Und dann könnte man ja hier solche Schrägen dran machen. Das geht nicht. Was? So, guck mal. Das ist rot. Nee, wenn ich das ganz an den Rand... Ach so. So? Also zumindest eine Schräge? Ich muss bloß immer wieder drehen mit H. Das ist halt irgendwie ein bisschen... So? Mit H? Ja, mit H kann man das drehen. Ich hoffe, da in der Mitte... In der freien Rotation, ach so. Würde ich sagen, ist H. Bäh. Das ist aber ein bisschen... Jetzt. Ach. So, mehr habe ich jetzt leider nicht. Genau, ja, und dann ist doch schon ein bisschen annehmbar. Obwohl das ein bisschen weg ist. Hier ist Luft dazwischen. Nee, die sind nicht richtig platziert. Ja, die kommen nicht hinten richtig ran, deswegen. Ach, okay. Ja, oder wir lassen es so und machen. Deswegen ist das nur ein Fake dann. Ja, wir können ja hier an die Seite dann auch noch. Es gibt, glaube ich, auch eine Ecke. Ich muss mal schauen. Ah, das geht aber so. Ja. Ich bräuchte vielleicht doch noch ein bisschen dunkles Holz für so ein bisschen Akzente. Mhm. Warte mal, ich leg dir mal diese. Huch. Diese hier, die ich meinte. Das sind diese kleineren, die man dann als Querstreben nehmen kann. Die sind aber schmaler. Ach so. Weil ansonsten gibt es nur diese Holzblöcke mit einer, also als Quarter. Verschieden. Das Holz ist immer gleichfarbig, ne? Ja, das hat man leider nicht mehr Auswahl. Man kann das später noch bemalen, das Schiff anmalen. Also ich mache jetzt erstmal, wie viele dieser mittelalterlichen Fenster brauchst du? Eins? Die war nochmal freies Platzieren. Ah, V. Hab schon. Nee, das mache ich jetzt nicht im Wasser, das ist blöd. Weiß ich noch nicht, muss man messen. Oh, es gibt hier zwei verschiedene Holzblöcke. Da gibt es noch kleinere, wie es aussieht. Wie breit ist so ein Fenster? Auch drei? Nee, zwei. Wie die normalen Fenster. Ja. Also eins habe ich gemacht. Ich lege das mal wieder mit hier hin. Kannst du das hier mal reinstellen? Oh, Moment, ja. So, wo rein? Ach, da in die Öffnung. Hm. Blub. Oh, oh ja. Ist ja falsch. Das sieht doch gut aus. Man könnte auch noch daneben zwei setzen. Machst du noch oder? Eins hoch? Hm. Ja, stimmt. Ja, dann habe ich das nicht das Problem. Das sind nur so kleine Blöckchen. Hm.
Ach nein, blöder Block. Soll ich daneben noch eins setzen? Und ja, auf jeder Seite. Mhm. So. Das jetzt war der Block richtig. Und noch eins in der Höhe dann, ne? Doppelt hoch. Ja. Mhm. Muss ich noch zwei machen. Upp. Oh nein. So. Du, was brauchst du jetzt noch? Die so schmale quadratische Blöcke oder? Hab ich noch. Okay. Dreiecke. Es gibt hier noch so kleinere Holzblöcke. Ich mach da mal welche. Huch. 12 Stück. Ach nein, die sind nicht kleiner, die sind spitzer. Die haben einen anderen Winkel. Die hier haben, glaube ich, so 45 Grad Winkel und die hier sind viel spitzer. Guck mal, wenn ich hier einen hinsetze. Also die Größe ist schon gleich, ist nur die Winkelung eine andere. Ich sehe es nicht. Oh, du siehst es nicht, die ist hier hingesetzt. Hier, mitten, wo du jetzt gerade... Ah, jetzt. Mhm. Ja, die sind spitz. Hm. Nimm die mal weg, aber behalt die mal. Vielleicht brauchen wir die noch. Ja, ich habe erstmal 12 Stück gemacht. Wann kann man anmalen? Wie kann man anmalen? Das ist viel später, leider. Da sind wir noch nicht so weit. Ah, es gibt auch noch sowas wie eine Leiter bestimmt, oder? Ja, es gibt mehrere. Es gibt, glaube ich, so eine... Oh. Oder eine kleine Treppe muss hier hin. Ja, das können wir auch machen mit Treppen. Mhm. Auf jeden Fall auf eine Seite, dann gibt es nur eine Tür. Okay, ja, das finde ich gut. Wie breit? Weil die sind unterschiedlich Drei. Breit. Drei, warte, ja. Warte mal, was fehlt mir jetzt da schon wieder? 3 muss die sein. Ach, die Säge ist schon wieder kaputt. Okay, ich muss es ausprobieren, weil das sehe ich hier leider nicht. So. Wo sind jetzt die Treppen schon wieder hin? Oh, ich hasse dieses Menü. Oh. Wieso findet er das da drin nicht? Oh, ich verstehe es nicht. Sicher jetzt erst, wie blöd. Warum das nicht alphabetisch sortiert werden kann, da kann man einfach runterscrollen bei T und dann hätte ich das. Oh, wie blöd. Ja, ich sehe, ich finde... Nee, mein Problem. Doof. Jetzt sind die hier oben, die Treppen. Die sind von ganz nach unten, weil ich sie jetzt herstellen kann, in diesen blauen Bereich hochgeschnipst. Und jedes Mal fange ich an zu suchen. Ich glaube, das hier ist 2 breit, aber das könnte 4 breit sein. Oder ich muss die einer machen, da kann ich 3. Ich mache gerade eine Seite zu. Okay, ich mache mal einer. Das gewusst, jetzt kann ich alle kleinen Blöcke nochmal weghauen. Oh nee. Wo? Oder... Huch, oh Scheiße, wieso glitsche ich schon wieder runter hier? Welche musst du wegkommen? Weil ich die nicht gedreht habe. Ach so. Bei den Fenstern weiß ich noch nicht, ob ich das so lasse. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Ja, würde ich auch so lassen. In so einer ganzen Fläche ist es schon schöner, wenn das eins ist. Nein, das geht einfach nicht wirklich. Ja, man kommt drauf und runter, aber irgendwie... Ziemlich kacke. Was machst du denn? Ich versuche die zweite Etage hier mit der Treppe zu verbinden, aber das... Wo soll die Treppe hin? Hier auf die linke Seite? Nee, aber von außen dann. Ja, ja, natürlich. Ja, hier, wo ich zugemacht habe. Okay. Scheiß Dreck. Dann versuche ich das da mal dran zu setzen. Warte mal. Oh, ich habe keine Holz. Oh, was brauchst du? Nein, ich konnte es nicht mehr wegnehmen. Diese langen
Okay. Mhm. Planken. Ja. Blöcke. Der lange Hans. Ach Mann, wieso kann ich das denn jetzt so, nicht mehr wegnehmen? Ich leg dir hier hin. Ich habe jetzt mal 13 Stück nochmal gemacht. Danke. Doch, ich muss die drehen. Nee. Nee. Irgendwie bin ich jetzt gerade. Ah. Ah. Okay, und da kann man die so breit machen. Wollen wir sie wirklich 3 breit machen? Sonst hätte es auch 2 breit gereicht. Mach 3, bitte. Das sieht besser aus. Okay, dann muss ich die einzelnen nämlich auch so nehmen. Huch, ui. Würde ich. Ich hatte doch den Boden hier irgendwo. Kann ich die vielleicht. Doch was. Die kann man dann immer wieder wegnehmen. Ja. Ja, ich weiß, ich kann es nicht in die Luft platzieren. Oh. Ups. 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 Nimm den wieder weg. Schnell. Nein, nicht den. Den. Nein. Ah. Wie sind wir zeitmäßig so? Oh, ja, genau. Fertig, sozusagen. Gut. Das sieht, ich finde das blöd mit diesen großen Blöcken hier. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir müssen mal schauen, wie wir das dann hier noch lösen. Weiß nicht, was sie gerade macht. Ja, bei der Treppe, die unterste Stufe kann man nicht platzieren. Ja? Hä? Ja, man hat dann das da ist so die unterste Stufe, nur richtig. Wir haben den Eindruck, wir brauchen noch eine. Richtig. Ach so. Ja. Optisch halt nicht abschließt. Ja. Den Ansprüchen unserer Augen. Oh, das muss noch höher. Dann ist die Treppe eh falsch. Dann muss ich die schnell wieder wegnehmen. Sonst stößt du dir in den Kopf und die Tür ist auch nicht so klein. Nee, ich sehe es gerade. Aber ich konnte sie alle wieder wegnehmen. Also dann versuchen wir das in der nächsten Folge. Ne? Ich glaube, das muss ich hier als Screenshot aus. Tür brauche ich in der nächsten Folge. Ja, gut. Dann schauen wir in der nächsten Folge. Ja, okay. Ja. Dann bis Dänchen. Jo, bis dann. Tschüss.